bevor die Fed ihre Entscheidungen für den heutigen Tag und für diesen Zyklus veröffentlicht, nochmal schnell. Die Fed wird heute wahrscheinlich nichts Berauschendes präsentieren, zumindest an Entscheidungen nicht. Eventuell könnte allerdings im Ausblick herauskommen, ob die Fed vielleicht die Geldpolitik schneller strafft, als das bisher der eine oder andere erwartet hat. Das ist eigentlich die Spannung für den heutigen Abend. Was dabei rauskommt, ja, das wissen zurzeit nur Janet Yellen und ihre Kollegen. Deswegen wollen wir uns damit heute auch erst einmal weniger befassen, sondern wir schauen auf einen Tag, an dem es viele Daten gab, die den Markt auch durchaus ein bisschen bewegt haben. Denn insgesamt hat der Markt heute mal wieder das gemacht, wofür er ja eigentlich gedacht ist, nämlich sich um die Konjunktur und um die Wirtschaft zu kümmern. Heute gab es gute Einkaufsmanager-Indizes, zumindest zum größten Teil. Das hat die Märkte durchaus erfreut. Dazu ziemlich gute Arbeitsmarktdaten aus den USA, wie wir hier sehen. Damit man die Sendung noch vor der Entscheidung der Fed sehen kann, versuche ich mich mal ein bisschen kurz zu halten. Deswegen hier ganz schnell die Daten, ISM-Einkaufsmanager-Index fürs produzierende Gewerbe 56,0. Da muss ich dazu sagen, natürlich, dass vor allem die Komponente Beschäftigung und auch Industriepreise sehr positiv und sehr optimistisch gesehen worden sind. Das spricht eigentlich zum Beispiel dafür, dass die Fed durchaus das ähnlich sehen kann wie die Manager, die diesen Einkaufsmanager-Index letztendlich eben beliefern. Und das könnte dann eben dafür sprechen, dass die Fed doch eher die Zinsen anhebt, hat dann auch den Dollar heute durchaus ein bisschen beflügelt. Vorher schon die ADP-Arbeitsmarktdaten, die richtig gut waren mit 246.000. Das war schon mal eine Hausnummer aus der Eurozone. Der Einkaufsmanager-Index aus der Eurozone selber ein bisschen besser als die erste Lesung und der aus Deutschland ein bisschen schlechter. Naja, das hat dann die Märkte nicht allzu sehr vom Hocker gerissen. Fangen wir mal mit dem Dow Jones an und da sehen wir schon im Laufe des Tages heute eigentlich insgesamt eine ziemlich positive Entwicklung. Wir sind dann bis auf die 19.960 gekommen. Da haben wir einen Widerstand, schön zu sehen durch die rote Wolkenlinie da in der Mitte, und auch der orangefarbene Kijun hat eine ziemlich lange Linie gebildet. Das ist meistens eine Markierung im Ichimoku, die dafür spricht, dass da eben Widerstand ist. Wir sehen ja auch letztendlich, dass wir am 30. 31. Januar dort abgeprallt sind bei diesem kleinen Comeback-Versuch nach dem ersten Abverkauf. Ja, also insgesamt bleiben wir unter dieser Marke, bleiben damit auch unter der 20.000, und damit hat der Dow Jones heute relativ wenig gewonnen, wie wir dann auch in der Statistik sehen, minus 0,1% sogar zurzeit. Ähnlich sieht es beim S&P 500 aus, der dann auch am Ende eben die Gewinne nicht halten konnte und alle Gewinne wieder abgegeben hat, war dann also schon ein Trauerspiel. Heute waren es also die zu guten Daten. So ist das eben manchmal. Da ist eben jetzt die Angst da, dass die Fed vielleicht doch darüber nachdenken könnte, die Zinsen vielleicht eben dann doch schneller anzuheben und vielleicht statt bisher erwartet 3 Zinserhöhungen sogar 4 Zinserhöhungen machen. Das ist die spannende Frage, die dann heute Abend vielleicht beantwortet wird, vielleicht aber eben auch nicht. Wir werden es sehen. Der Nasdaq hat sich ein bisschen besser gehalten, lag unter anderem auch daran, dass Technologiewerte offenbar ganz gut gelaufen sind im letzten Quartal, und zwar zum Beispiel Apple hat sehr gute Quartalszahlen veröffentlicht gestern Abend, und da hat die Apple-Aktie dann heute auch 5,6% gewonnen. Der DAX hat sich heute auch schön erholt und ist bezeichnenderweise genau bis an den Abwärtstrend gekommen. Den konnte er nicht brechen, es ging dann wieder Richtung Süden und inzwischen sind wir sogar wieder unter der 11.660. Schade drum, muss man mal schauen, wie das Ganze aussieht. Der blaue Tenkan hat immerhin den Kijun gekreuzt, das ist jetzt eine kleine Hoffnung für die Bullen, aber so richtig bullig sieht es halt insgesamt nicht aus. Zurzeit haben die Bären hier durchaus noch Chancen, die 11.515 als nächstes Mal richtig zu testen. Das ist ja gestern ausgeblieben, und darunter würde ja dann auch noch die 11.400 warten. Die ist dann wichtig, bricht diese Marke, dann könnte es sogar unter die 11.000 drunter weggehen. Euro, US-Dollar hat heute sich lange Zeit seitwärts bewegt, und dann kamen eben die guten US-Daten. Und damit legte dann der Dollar zu und wir sind wieder unter der 1,0775. In Großbritannien gab es heute Immobilienindizes, die nicht so gut waren, wie zumindest mal erhofft. Sagen wir mal so, Einkaufsmanager-Index genau wie erwartet, war jetzt also nicht der große Brüller. Insgesamt hat sich
dann aber eben britisches Pfund, US-Dollar ganz anders bewegt. Das Cable hat nämlich zugelegt, heute 0,5%. Also ja, Protektionismus voran oder keine Ahnung. Trotzdem, das Hoch vom 26. Januar ist heute nicht ganz erreicht worden, zumindest mal. Zumindest bis eben 5:30, als ich diese Sendung hier aufgezeichnet habe. Der Ichimoku insgesamt im Stundenchart allerdings jetzt doch ziemlich bullish. Im Daily Chart sehen wir, nächstes Ziel wäre die 1,2770. Das könnte eine ziemlich wichtige Unterstützung werden, sollte die nachhaltig überwunden werden, könnte das Cable sogar die 1,30 angreifen und vielleicht sogar darüber hinweg schießen. Rohöl, ja, die USA produzieren kräftig Rohöl. Wir wissen, die Bohrlöcher nehmen jeden Tag, jede Woche zu und die Produktion eben auch. Und da ist es dann nicht das große Wunder, dass die Lagerbestände auch wachsen, denn der Bedarf ist nicht plötzlich gestiegen. 6,5 Millionen Barrel sind hier fast wieder dazu gekommen. Das war doch schon ziemlich erstaunlich. Wenn man ganz genau in die Wolke reinguckt, sieht man einen schwarzen Docht. Das war die kurzfristige Reaktion des Marktes. Allerdings drehte der Markt relativ schnell wieder. Wir sind inzwischen über 53,50. Getrieben könnte der Ölpreis eventuell werden, eben von den guten Konjunkturdaten heute vom Einkaufsmanagerindex, von den guten Arbeitsmarktdaten. Das spricht dafür, dass die Wirtschaft durchaus brummt und das könnte ja dann auf alle Fälle auch dafür sprechen, dass eben Rohöl und überhaupt Rohstoffe benötigt werden und das hat dann den Preis wohl doch ein bisschen ansteigen lassen. Wir haben dann den nächsten Widerstand natürlich hier im Doppeltop aus dem Januar bei 54 Dollar noch und wenn wir uns den Daily Chart anschauen, naja, sind ein paar Widerstände da schon noch dazwischen, die da eine Rolle spielen könnten. Schauen wir schnell in die Schweiz. Einkaufsmanagerindex fürs produzierende Gewerbe, der war nicht so gut. Der Schweizer Franken hat danach heute mal ein bisschen nachgegeben. Da wird die Schweizer Nationalbank nicht so böse drüber sein. Wir haben jetzt also gestern hier einen Boden dieser Abwärtsbewegung erst einmal gefunden bei 0,9860. Ob das Ganze hält, muss man mal abwarten. Wir sind hier noch unter der Wolke und wir müssten eben die 0,9940 bis 0,9955, also dann über die Wolke hinaus, überwinden, damit das Ganze hier tatsächlich ein bisschen eine Chance hat, eine längerfristige Erholung zu werden. Noch ist da nicht so viel gewonnen. Euro-Schweizer Franken hat sich auch ein bisschen erholt. Hält sich jetzt wieder über der 1,0670 wenigstens. Mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Insgesamt Euro, der Euro zum Schweizer Franken weiterhin ziemlich blass und schwach. Neuseeland, ja, die Zahl der Erwerbstätigen ist immerhin im vierten Quartal um 0,8% gestiegen. Trotzdem ist auch die Arbeitslosen Quote gestiegen von 4,8 auf 5,2%. Das war jetzt nicht so der Brüller und das hat dann eben auch dem Kiwi nicht wirklich gut getan. Es gab ja gestern schon eine kleine Korrektur nach der Rallye der letzten Wochen und die ist dann heute nochmal fortgesetzt worden, minus 0,9%. Das ist dann also erst einmal das Ende der Rallye wohl gewesen. Wir sind jetzt wieder unter der Wolke. Die 0,7225 könnte als Unterstützung nochmal eine wichtige Rolle spielen. Ansonsten kann es eben auch ganz schnell weitere 120 Pips Richtung Süden gehen. Einkaufsmanagerindex fürs produzierende Gewerbe aus Australien ist ziemlich eingebrochen. 51,2, das ist schon überraschend, wo doch die Rohstoffpreise zuletzt relativ stabil unterwegs waren. Scheint Australien doch ein bisschen pessimistischer, die Wirtschaft ein bisschen pessimistischer geworden zu sein. Die Einkaufsmanager-Index 51,2, das ist dann schon nicht mehr so der Brüller. Und ja, der Aussie heute sehr volatil, erst einmal Richtung Süden, klar, nach den Daten. Dann gab es heute schon mal ein bisschen Dollarschwäche wieder am Vormittag. Da sind alle Währungen nach oben gekommen. Und dann gab es aber eben wieder den Abverkauf und am Ende steht ein Minus da. Also insgesamt der US-Dollar heute durchaus stärker geworden im Vorfeld der Entscheidungen der Fed. Mal sehen, was die Fed dann daraus macht. In China gab es den ISM-Einkaufsmanager-Index, der war ziemlich gut. Was heißt ziemlich gut? 51,3 ist jetzt nicht sensationell, ne? Aber immerhin ein bisschen besser als erwartet. Das ist ja schon mal was und wir sind weit über der 50. Also für chinesische Verhältnisse, wir erinnern uns, wir sind monatelang immer um die 50 herumgedackelt. Da scheint sich also einiges zumindest mal beruhigt zu haben.
Der Einkaufsmanager Index fürs Dienstleistungsgewerbe 54,6, also nicht schlecht. China entwickelt, er will sich ja eigentlich mehr zur serviceorientierten Gesellschaft orientieren und umbauen. Also es ist durchaus den Chinesen klar, dass sie nicht auf Dauer die Werkbank der Welt sein können. Es gibt mittlerweile Industriestandorte, wo man billiger produzieren kann. Also die Chinesen haben das Schicksal, das andere ja vor ihnen auch schon hatten. US-Dollar, chinesischer Yuan zurzeit ja ein bisschen seitwärts. Zuletzt hat der Yuan wieder ein bisschen zugelegt, nachdem ja Donald Trump einen Rundumschlag gegen alle starken Handelsnationen gemacht hat, die angeblich alle ihre Währungen unerlaubterweise schwächen, um besser handeln zu können. China, Japan und Deutschland waren da genannt. Wie das Deutschland bei der EZB macht, ist mir zwar nicht ganz klar, aber vielleicht erklärt es mir ja der US-Präsident irgendwann. Ich werde mal gucken, ob ich seine Nummer bekomme. In Russland gab es den Herstellungsindex fürs produzierende Gewerbe 54,7, ein bisschen stärker als im letzten Jahr. Also auch in Russland sind die Manager durchaus nicht unfreundlich gestimmt. US-Dollar, russischer Rubel insgesamt, ja, zuletzt auch eher seitwärts, wobei die letzten Tage das durchaus ja, freundlich ausgesehen hat. Schauen wir mal, ob, was das Ganze wird. Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, dann sehen wir, dass wir offenbar jetzt aber eben doch bei 58,80 erst einmal einen Boden gefunden haben. Jetzt müssten wir natürlich über die 60,70 erstmal drüber kommen und dann eben und dann die Wolke attackieren. Dann hätte US-Dollar, russischer Rubel eventuell wieder die Chance, hier auch über die Wolke zu steigen. Ob das wirklich gelingt, das muss man mal ganz einfach abwarten. Donald Trump möchte ja keinen starken US-Dollar. Die Frage ist ganz einfach eben, ob man Konjunkturprogramme, Steuersenkungen, Inflation einhergehend, Zinserhöhungen mit einem schwachen Dollar verbinden kann. Meiner Ansicht nach geht das erstmal nicht. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass Donald Trumps Wirtschaftspolitik nur kurzfristig Früchte tragen wird, weshalb es durchaus denkbar ist, dass der Dollar zwar nochmal ordentlich anzieht, aber dann bald auch fällt, im Übrigen wie die Indizes dann auch. So ist das dann eben einfach. In Schweden gab es den Einkaufsmanager-Index fürs produzierende Gewerbe mit 62,0 Punkten. Das ist schon wirklich stark. Das war der höchste Wert seit Oktober 2010 und das musste ich einfach feiern. Das musste einfach auch noch mit in diese Sendung reinkommen. Da kann man die Sendung kurz halten wollen, wie man will. Wir können ja nicht einfach mal was weglassen, was vor allem auch mal positiv ist, nicht? Es ist ja meiner Ansicht nach wichtig, auch mal das Schöne zu feiern und nicht immer nur das Negative. Damit machen andere schon Einschaltquoten, nicht wahr? Euro, Schwedenkrone weiter unter Druck. Die Schwedenkrone ziemlich stark zurzeit. Das sehen wir vor allem auch im Daily Chart. Wir haben bei 49 eine wichtige Unterstützung, denke ich mal. Denn wenn wir mal auf den Sommer letzten Jahres schauen, da sind wir da mal drüber gekommen und haben dann zweimal da per Korrektur diese Unterstützung getestet, wo sie auch gehalten hat. Deswegen könnte es sein, dass wenn wir es nicht schaffen, diese 49 zu halten und dann nachhaltig drunter krachen, dann könnte hier durchaus das Potenzial da sein, auf das Tief aus dem April letzten Jahres zu fallen. Das lag bei knapp 9,11. Berichtssaison ist auch weitergegangen. Über Apple haben wir schon gesprochen. Ansonsten waren die Daten heute besser als gestern, sagen wir mal so. Auch AMD hat durchaus immer überzeugt, das ist doch auch mal nicht schlecht. Und wir schauen nochmal schnell auf Siemens. Die haben ein gutes Geschäftsergebnis abgeliefert und auch einen optimistischen Ausblick geliefert. Hat der Aktie dann heute knapp 5% Gewinn gebracht. Das ist doch auch mal nicht zu verachten. Morgen ist in China weiter Neujahr. In Hongkong wird übrigens schon gehandelt. Das hatte ich gestern, glaube ich, schon mal angemerkt. Der Hang Seng hat dann heute erst einmal die Verluste der letzten Tage nachgeholt. Morgen wird dann am Hang Seng auch wieder normal gehandelt, nicht wahr? Ja, 20 Uhr Zinsentscheidung habe ich schon kurz angesprochen und dann in der Nacht viele Daten aus Australien. Morgen gibt es den Arbeitsmarkt aus Spanien, Einzelhandelsumsätze aus der Schweiz und den EZB-Monatsbericht, Baugewerbe, PMI Großbritannien. Und dann haben wir die Zinsentscheidung der Bank of England. Da wird wohl auch keine geldpolitische Änderung stattfinden. Mal sehen, was da eventuell nebenbei noch erzählt wird.
Die Neuwahlproduktivität aus den USA, morgen das einzige, der einzige Konjunkturtermin im Wirtschaftskalender, hier nicht wirklich wichtig, dafür viel wichtiger morgen die Berichtssaison. Heute Abend schon Facebook und dann geht es morgen also ja quer durch die Wirtschaft. Auch aus Deutschland einige interessante Daten, zum Beispiel die Deutsche Bank, da wird der eine oder andere sicherlich darauf mit Spannung warten, genau wie auf Daimler. Ja, und am Abend dann Amazon, Visa und Amgen und ja, das war dann heute mal eine kürzere Ausgabe, dafür kommen wir pünktlich noch vor der Fed rein. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit, morgen einen erfolgreichen Tag und bis morgen Abend.